Genki, nein. Du siehst ganz geknickt aus. Und hiermit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon Story Cyber Slurf Hacker's Memory. Hast du gerade an deinen Freund Yu gedacht? Ich kann es nicht glauben. Könnte dein Freund ein Verbrecher sein? Und wir haben Ryuji nie gefunden. Oh, tut mir leid, ich... nimm das, modifizierte Netzfalle. Hä? Ach, Entschuldigung. Du scheinst dich immer zu freuen, wenn Erika dich haut. Ich dachte, vielleicht heitert es dich auf, wenn ich dich angreife. Oh Mann. Ach, Wurmann. Aber meine modifizierte Netzfalle riecht nicht so übel wie die normale. Sie hat einen beruhigenden Duft. Fühlst du dich jetzt besser? Nein. Oh. Sieht so aus, als hätte ich dir geholfen. Menschen sind schwierig zu verstehen. Ach, sieht nicht so aus, als hätte ich dir geholfen. Menschen sind schwierig zu verstehen. Naja, hey, pass mal auf. Ich habe dir zugesehen und finde Hacker total cool. Also möchte ich ein Hacker-Digimon werden. Ich habe noch nie gehört, dass ein Digimon zum Hacker geworden ist. Wäre das nicht das Coolste? Erika und ich teilen unsere Erinnerungen, also bin ich schon ziemlich gut im Hacken. Mein Ziel ist es, den Posten des Vorreiters von deinem Freund zu übernehmen. Was? Genau wie er sagte, werde zum Vorreiter, zum Hacker der Gerechtigkeit. Dein Freund hat wegen eines Digimons den Verstand verloren. Er mag falsch an die Sache herangegangen sein, aber der Traum ist einfach großartig. Darum wollte ich zum Vorreiter werden und jede Menge Gutes tun. Wenn mir das gelingt, beweist es, dass du und dein Freund nicht nur Fehler gemacht haben. Und wenn ich ein großer Hacker werde, kann Ryuchu Hudi als mein Hacker beitreten, selbst wenn ich nicht die digitale Welt zurück kann. Okay, ist gut, Wormon. Zwei Fliegen mit einer Klappe, nicht wahr? Wormon ist enthusiastisch wie immer. Er hat mich tatsächlich ein wenig aufgeheitert. Übrigens hat Erika uns gerufen. Sie will, dass wir in ihr Zimmer kommen. Okay. Wo ist mein Trinken? Ach, hier. Warum klebst du am ganzen Körper? Und was riecht da so komisch? Egal, mach mein Zimmer nicht dreckig. Wenn du das klebrige Zeug auf meine Memetannen bringst, ich glaube, das ist ihr komischer, ihr Wahlplüschtier da, oder? Lösche ich die Haare deines Avatars. Dann verpixle ich dich und sorge dafür, dass du nie mehr einen Fuß vor die Tür setzen kannst. What the hell? Dir scheint's gut zu gehen. Ich hätte erwartet, dass du betrübter bist. Aber wie es aussieht, bist du einsatzbereit. Ich habe endlich die Arbeit analysiert, die Akemi Sudo mir gegeben hat. Ich gebe gerade die nötigen Daten ins Terminal ein. Wir fangen an, wenn ich damit fertig bin. Oh. Als nächstes helfen wir Shitose. Oh. Nachdem ich die Info von Sudo gelesen habe, weiß ich endlich, was Shitose passiert ist. Seine Metalldaten wurden von einem Verschlinger assimiliert. Sieh dir das an. Das ist Sudos Arbeit, zu verschlingern. Du verstehst das nicht, oder? Ich weiß. Verschlinger verhalten sich wie Geräte zur Datenerhebung. Sie sammeln und versenden Daten. Das ist ihr Hauptverhaltensmuster. Das Eden-Syndrom ist die Folge eines Fehlers, der auftritt, wenn ein Verschlinger umgewandelte menschliche Mentaldaten absorbiert. Die Mentaldaten gelangen über das Netzwerk der Verschlinger zu ihrem Procreatrix in der digitalen Welt. Was? Procreatrix. Dazu diese drastische Musik. Das wird in der Arbeit beschrieben. In der digitalen Welt? Gelingt es uns also, Shitose Mentaldaten von dort zurückzuholen? Dann wacht er auf?
Natürlich nur, wenn wir Sodos Ausführungen Glauben schenken dürfen. Ich weiß nicht, welche Ziele Sodo verfolgt, aber ich werde alle verfügbaren Informationen nutzen, um Shitose zurückzuholen. Es gibt nicht viel, was wir ohne ihn tun können. Aber ich kann meinen Bruder nicht überzeugen. Erika. Ich verstehe. Okay, legen wir los. Wenn das so ist, bin ich bereit, Sodo zu vertrauen. Ich weiß, was Ryuchi in so einem Moment sagen würde. Ein Hacker zu sein bedeutet, Risiken einzugehen. Bitte. Wie war das? Habe ich geklungen wie er? Nicht einmal annähernd. Komm schon! Das hat richtig in den Ohren geklingelt. Dann bringen wir die Sache mal ins Rollen. Erst müssen wir eine Route finden, die uns zur Verschlinger Procreatrix führt. Eine Route? Es ist, wie du bei unserem ersten in unserer ersten Begegnung meintest. Es gibt einen Ort in Idne, der mit der digitalen Welt verbunden ist. Da bist du rausgefallen. Ich bin mir sicher, dass es sich um eine Schnittstelle zwischen Idne und der digitalen Welt handelt. Wir müssen sie als Route zur Verschlinger Procreatrix verwenden. Einen Augenblick lang hatte ich schon befürchtet, wir müssten unsere eigene Route erstellen. Das klingt viel einfacher. Wenn wir das Netzwerk der Verschlinger zurückverfolgen, sollten wir schnurstracks zu ihrer Procreatrix gelangen. Procreatrix. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Prima. Steht das in Sudus Arbeit? Nein, das ist meine Idee. Er hat eine andere Weise beschrieben, auf die man die Verschlinger Procreatrix erreichen kann. Aber ich konnte sie nicht entziffern. Erinnerst du dich daran, wo die Schnittstelle ist? Moment. Es ist eine Weile her, dass ich diese Erinnerungen abgerufen habe. Ich bin in diese Welt gefallen, als ich noch sehr klein war. Also sind meine Erinnerungen nicht besonders klar. Aber ich kann mich vage an ein großes Plüschtier erinnern. Die Umgebung sah aus wie ein Park. Aha, also in Kulun. Ja, das ist es. Dort bin ich in diese Welt gefallen. Dann auf zur Müllplaza. Wie aufregend. Mein Freund aus dem Versteck eines bösen Monsters zu retten. Das ist genau die richtige Art von gefährlicher Mission für einen Hacker-Digimon. Halte durch, Shitose. Wormon, der Vorreiter, wird dich befreien. Irgendwie süß. Hacker-Digimon? Das ist ein Vorreiter. Worüber gerät er denn so aus dem Häuschen? Hoffentlich überanstrengt er sich nicht zu früh. Er scheint immer tollpatschiger zu werden, seit er in diese Welt gekommen ist. Autsch! Siehst du, was ich meine? Na egal, wir sehen uns auf dem Müllplaza. Und noch ein Kapitel. Und noch eine Seite. Kapitel, was war's jetzt? 16? Okay, oh Gott, ich habe 4 Nachrichten. Rettung und Rückkehr, das klingt doch schon mal sehr vielversprechend. Ich würde gerne wissen, ob du gut in der Schule bist. Oh, ganz viele Digimon, die mich voll geschrieben haben. Was ist hier? Ryuchi Mishima. Das ist sicher schwer, leg Pausen ein, iss mal was. Du machst dir Sorgen um mich, danke. Es war flauschig, aber es gibt ja wohl viele niedliche Digimon. Sie haben ja die niedlichen auch am liebsten. Was ist mit ihrer Arbeit, Kommissarin? Die liebe Date. So, genau, wir müssen nach Kulun. Genau. Der Müllplaza, der wird im normalen Kulun sein, oder? Und nicht in unser Kulun. Ich gehe mal auf Kulun-Ebene 1. War das hier? Ich bin mir gerade absolut nicht sicher. Oh, es kommt gerade eine schöne, kühle Brise rein. Fällt gerade ein. Hatte ich nicht noch irgendwie einen Speicher abbekommen? Kann ich vielleicht noch einen meiner kleinen Stinker mitnehmen? Ich gucke gerade ganz kurz mal... Nee, kann ich nicht. Okay. So, vielleicht mal heilen alle. Ich weiß gar nicht, ob wir geheilt werden müssen. Ich mach's einfach mal. Aber offenbar wurde was geheilt.
So, okay. So. Hm, bin ich sogar direkt richtig. Da seid ihr, hier drüben. Hier irgendwo bin ich runtergefallen. Ich bin mir sicher. Ich sehe nichts, was nach einer Schnittstelle aussieht, aber ich weiß, dass wir hier richtig sind. Hm, die Verbindung ist vielleicht zu instabil, um sie zu sehen. Warte, ich versuche, die Werte zu stabilisieren. Wow, da ist es, das Loch, aus dem ich gefallen bin. Es hat funktioniert. Wie es aussieht, wurde auch die Verbindung zur Verschlinger pro Creatrix hergestellt. Die konnten das einfach so öffnen? Der Ort, von dem Wormon kommt? Jetzt einfach so, Wormon kann sich erinnern, wo er herkommt und sie konnten das einfach öffnen? Warum? Also ich meine, ich mag Wormon, aber das hätten sie doch gleich direkt zu Beginn machen können, als Wormon in diese Welt hier gefallen ist. Warum? Ach, egal. Wie hast du das gemacht, Erika? Sudus Arbeit in... Ach so, sie brauchte die Arbeit von Sudu, um das machen zu können. Okay, ich habe nichts gesagt. Aber davor wäre das uns echt gemein gewesen. Okay, Sudus Arbeit enthielt Werte, die die ungefähre Position der Verschlinger pro Creatrix angeben. Ich habe nur versucht, eine Verbindung herzustellen. Okay, ich habe quasi die Hintertür geöffnet. Hm, du wirst durch dieses Loch nicht zurück in die digitale Welt gelangen können. Ich verwende das Netzwerk der Verschlinger, um es offen zu halten. Also ist es unmöglich. Hm, und es gibt keine Garantie dafür, dass es uns zur Verschlinger Pro-Creatrix führen kann. Ich trinke mal ganz kurz einen Schluck. Verstehe. So. Aber wenn dieser Prozess verbessert werden kann, könnte es eines Tages möglich sein, diesen Pfad in die digitale Welt anzulegen. Wirklich? Oh, okay. Aber ich dachte, Wormon will nicht mehr zurück. Oh, alles sehr verwirrend. Okay, jetzt gilt es. Sobald wir das Netzwerk der Verschlinger infiltriert haben, müssen wir einen Verschlinger in die Hände kriegen. Ich werde ihn hacken und uns als Verschlinger-Daten tarnen. Auf diese Weise sollten wir nicht angegriffen werden, auch nicht in der Nähe der Verschlinger pro Creatrix. Überlasst alles mir. Wenn ich von Verschlingern umzingelt werde, werde ich sie alle hacken. Du musst hier bleiben und Wache halten. Was? Wieso? Jemand muss hier aufpassen. Ich werde dir das Skript kodieren, mit dem die Route kontrolliert wird. Ich zähle auf dich. Aber ich will Shitose retten. Ich weiß, aber du bist eventuell noch nicht bereit, das zu tun. Wie? Dies ist eine äußerst gewagte Mission. Sie könnte sehr gefährlich werden. Gefährlich? Ich dachte, du wärst der Einzige, dem ich diese Mission anvertrauen könnte, aber nun haben wir Masao. Überlass das mir, Erika. Ich bin immerhin ein Hacker-Digimon und der zukünftige Vorreiter. Ich mache das schon. Ich weiß nicht, was passiert ist. Sobald wir das Netzwerk der Verschlinger betreten... Ich weiß nicht, was los ist, sobald wir das Netzwerk der Verschlinger betreten. Deshalb muss ich ihn zurücklassen. Wormon ist nicht gerade zuverlässig und ein Tollpatsch ist er außerdem. Aber ich möchte tatsächlich, dass jemand den Eingang bewacht. Ich zähle auf dich. Ich weiß, du wirst mich nicht hängen lassen, Wormon. Oder sollte ich sagen, wie war das nochmal? Vorreiter, du kannst dich auf mich verlassen. Es ist prima. Erika beginnt mich bereits als Vorreiter zu sehen. Hacker, Digimon. Und wer da sonst noch lauert, kommt nur her. Okay. Hoffentlich kommen sie bald wieder. Oh, armes kleines Wormon. Na gut, da gucken wir mal. Oha.
Hoffentlich geht es Womon gut. Hast du gehört, was er gerufen hat, als wir los sind? Vielleicht war es ein Fehler, ihn dort zurückzulassen. Das hier ist das Netzwerk der Verschlinger. Unsere Avatar-Wahrnehmungen scheinen die gleichen zu sein wie die in Eden. Hervorragendes Timing. Schwächt ihn. Okay, ich werde die Chance nutzen, ihn zu hacken. Okay. Gut, dann hauen wir mal drauf ein. Sehr gut. Wussweichangriff. Okay. Immer nimmt er, frisst er gut Schaden. Oder auch nicht. Reiznetz. Aha. Ikee? Oh, okay. Das sollte reichen. Dann klauen wir mal seine Berechtigung. Seine ich hab's gerade nicht zu Ende gelesen. Ich glaube, wir klauen seine Berechtigung. Es hat geklappt. Für die Verschlinger sehen wir jetzt so aus wie die Daten, ne, die sie an die Procreatrix senden. Das Vieh ist echt merkwürdig. Also vom Design sehr interessant, jedenfalls. Siehst du, der Verschlinger war gar nicht an uns interessiert. Jetzt können wir nahe an die Procreatrix ran. Aber es würde nicht auf alle Verschlinger wirken. Einige werden uns vielleicht trotzdem angreifen. Also bleib wachsam. Was? Sag doch sowas nicht. Können das menschliche Mentaldaten sein? So sehen die Mentaldaten einer normalen Person aus. Nicht so wichtig. Aber ich weiß nicht, welche Chitosis-Daten sind. Zum Glück habe ich dieses Kerlchen hier dabei. Erinnerst du dich? Es ist Chitosis Partner, Digimon. Ich hatte gehofft, es würde Chitosis Mentaldaten anziehen und auffangen. Der Kleine kennt Chitosis-Daten besser als jeder andere, also kann er sie vielleicht finden. Wir suchen Chitose. Weißt du, wo er ist? Okay. Sieht so aus, als wäre er da drin. Gehen wir. Okay, ist gerade sehr atmosphärisch. Gott, das ist ja abgefahren gerade. Ach so, ruhig. Die Musik ist gerade extrem atmosphärisch. Hä? Ist das ein Mensch? Ich kann es nicht fassen. Ich hätte nie gedacht, hier auf normale Mentaldaten zu stoßen. Hugo von Saxon? Nö, da bin ich nicht. Ich habe nichts mit ihm zu tun. Wie meinst du das? Es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Wie genau bist du hierher gekommen? Tja. Ah, verstehe. Du hast einen Verschlinger gehackt. Du hast dich als Verschlingerdaten getarnt und ihr Netzwerk infiltriert. Ich habe noch nie gesehen, dass sich jemand auf diese Weise Zugriff verschafft hätte. Wobei es ja schon unglaublich klingt, dass jemand so weit vordringt. Wie kommt es, dass dir das gelungen ist? Das muss beträchtliche Rechenleistungen erfordert haben. Ah, du hast also mit ihnen zu tun. Woher weißt du das? Weil ich Teil einer riesigen Datenstruktur bin. Jemand wie mich kann ich stets erkennen. Okay. Aber ich wurde vollständig assimiliert. Meine Fähigkeiten sind stark eingeschränkt. Was bist du? Man könnte mich als Wächter betrachten. Wir beschützen die menschlichen Mentaldaten, die von den Verschlingern assimiliert wurden, damit sie uns nicht versehentlich löschen. Mentaldatenwächter?
Dann hilf uns bitte. Gib uns Schildhoses Daten. Wir sind gekommen, um Schildhose Imai zu holen. Tut mir leid, aber ich kann euch nicht helfen. Ich kann lediglich die Mentaldaten vor der Löschung bewahren. Wenn Mentaldaten einmal vom Körper getrennt wurden, ist es unmöglich, beides wieder zusammenzuführen. Es gibt keine Möglichkeit, ein Individuum in weitem Ozean der Mentaldaten auszumachen. Und selbst wenn du die gesuchte Person fändest, könntest du sie nicht wieder zusammen... Nanu? Könnte das Schildhose sein? Oh, ein Digimon. Ich spüre eine konkrete Verbindung zwischen ihm und diesem Digimon. Freundschaft ist es nicht ganz, aber Shitoses Digimon liegen ihm sehr nah am Herzen. Er verbringt viel Zeit mit ihrer Wartung. Ja, von solchen gegenseitigen Vertrauen habe ich gehört. Dieses Digimon wird Shitose mit zurücknehmen. In Tokio gibt es jetzt gerade eine große digitale Verschiebung. Jetzt, da Digimon in der echten Welt auftauchen, ist dieses hier vielleicht dazu imstande, Shitoses Verstand wieder in seinen Körper zurückzuhelfen. Wenn das so ist, habe ich keine Einwände. Vielleicht ist nach meinem langen Aufenthalt in Metzmerk meine Denkweise unflexibel geworden. Wenn ich glaube, es wäre möglich, habe ich kein Recht dazu... euch aufzuhalten. Achso, wenn ihr... Oh Gott, ey, wie lese ich wieder? Wenn ihr glaubt, es wäre möglich, habe ich kein Recht dazu, euch aufzuhalten. Ach, ihr habt viel riskiert, um hierher zu kommen. Ihr könnt ihn mitnehmen. Leidest du auch am Eden-Syndrom? Ja, ich habe es schon seit langer Zeit. Das tut mir leid, wir... Schon gut. Ich habe keinen Partner, Digimon, das zu mir hält. Als ich noch einen Körper hatte, wusste ich nicht einmal, dass Digimon existieren. Es kann sein, dass er der Einzige ist, der mit Hilfe dieser Methode gerettet werden kann. So eine starke Freundschaft zu einem Digimon ist selten. Sie stellt eine erhebliche körperliche Belastung dar. Wie jetzt? Ich akzeptiere mein Schicksal, genau wie die anderen, die am Eden-Syndrom leiden. Oh Mann. Oh. Anscheinend haben sie euch als Fremdkörper erkannt, als ihr auf die Mentaldaten zugegriffen habt. Dagegen kann ich nichts tun. Macht, dass ihr von hier verschwindet. Oh oh. Ah, was? Oh nein. Oh nein. Bleib mir vom Leib! Rette dich! Ich komm schon klar! Oh Mann! Erika! Fahr mal einen Server runter, schnell! Aber, wenn ich das tue... Schon okay, mach's einfach! Okay, ich mach's! Verschwinde von hier! Erika, geht's gut! Geh schon! Oh Gott, und schnell weg. Huh. Oh. Oh oh, ist uns etwa einer gefolgt? Okay, Leute. Ich wollte mal sagen, das war's für diese Folge. Und wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten. Mal gucken, ob wir Shitose retten können. Und ich frage mich, was jetzt mit Erika ist. Hoffentlich geht's ihr wirklich gut. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.